Ja, Leute. Seht ihr das? Drei mit der Jedi-Tempel. Und das war jetzt ganz allein, oder was? Ja, Tatsache sogar, das ohne einen einzigen Todesfall. Seht euch das an, allein die. Man verbringt hier so viel Zeit damit, die Umgebung zu zerstören, ohne sie die Schönheit haben zu würdigen. Allein noch dieses auf altgriechisch getrimmte, die Jedi, die wirklich auf den Rücken dieser Kreaturen angeritten kommen. Da sieht man hier die Alien-Rasse mit primitiven Waffen, mit halt auch diesen Schild, die sie da haben, diesen gehörten Westen im Hintergrund, das sieht. Boah, also. Da darf ich mich echt interessieren, von wann ist das und worum geht's da? Da kriegt man schon. Das hat schon fast so was Tolkien-artiges in dieser Geschichte. Da einfach teilweise mehr Interesse an den Geschichten und den Bildern der Wand, die man vielleicht für 5 Sekunden sieht, wenn überhaupt, anstatt einer eigentlichen Story. Oh, es riecht auch gleich schon wieder nach Levelausstieg. Ja? Ah! Schattentruppen werden gleich mal alle mitten in den Abgrund gerissen. Schattentruppe? Sollten da nicht eher Schwungtruppen sein? Also halt die. Eck-Typen? Also, okay, gut, aber es ist. Oh ja, natürlich. Natürlich, Leute, da hat man gerade eine gute Laune und wer kommt an? Ihr. Schön. Aber jetzt. Jetzt habe ich etwas, das ihr nicht habt. Da habe ich euch bekannt. Wie sagte man hier in Avengers Infinity War, schmeißt noch einmal einen Mond nach mir und dann werde ich richtig sauer. Naja, wir sind ja nicht Thanos, wir schmeißen keinen Mond, wir schmeißen gleich einen ganzen fucking Planeten. Und treffen nicht. Okay, gut, dann machen wir es doch wie Thanos und schmeißen einen Mond und versagen jämmerlich. Ah gut, wenigstens sind die Checkpoints jetzt vergesetzt. Ja, komm. Ich habe immer die Angst, mich hier in diesen Ecken hier festzubacken. Träumchen wäre jetzt ja, wenn man diese Truppen... Ah, scheiße, jetzt sind die Planeten. Wie die wieder? Na, shit, der hab ich trotzdem erwischt. Wenn die Wachen jetzt irgendwie, also die Aufrenntruppen jetzt irgendwie aus dem Fenster werfen könnte, weil das werden wir leider wohl nicht erleben. Okay, erstmal die Scouts weg. Und nun verfluche ich mich, dass ich die Holocrons schon wieder eingesammelt habe, um der Vollständigkeit halber willen. Ja, aber wohl gesteigerter Schaden kann es jetzt auch lösen. Jawoll. Das war nicht auf die Art und Weise gelöst, auf die es mir erhofft hätte, aber besser so als gar nicht. Boah, Alter, was ist da gerade explodiert? Komm, und die letzte Scout-Truppe. Ich hab's irgendwie kaum geschafft, einen Gegner mal wirklich gezielt aus dem Fenster zu schmeißen. Jetzt aber. So, und nun, der fliegt da, müssen wir vorstellen, ihr Vater fliegt da ganz mal so mit euren Raumschiffen, auf einmal kommt da so ein riesiger Coruscant wohnt aus dem Fenster des alten Jedi-Tempels raus. Und dann wird er am besten noch hier verhaftet und erschossen wegen dem Besitz von Jedi-Artefakten. Im Endeffekt hier die DLCs, also die Level-DLCs, der Tempel kommt halt ein bisschen größer vor, weil er jetzt so verwinkelt ist. Aber die DLC-Gebiete sind jetzt nicht größer als gewöhnliche Gebiete. Jetzt habe ich natürlich durch das Solo kommen, was mir jetzt aber nichts mehr bringt.
Mein Sohn, mit einem hatte Vader recht. Du selbst hast dein Schicksal in der Hand. Die dunkle Seite ist stark in dir, aber es gibt Hoffnung. Das Blut eines wahren Jedi, mein Blut, fließt durch deine Adern. Doch du musst dich den Jedi-Prüfungen stellen. Horche in dich hinein. Und du wirst wissen, was zu tun ist. Wunderbar, also ein Grund vorgelesen. Und das Ding ist ja diese... Ich frage mich etwas, es ist ja keine... Ja, keine Vorsicht Nachricht, es war gerade wirklich der... Der Machtgeist von Kento. Diese Prüfung des... Ja, nicht des Mannwerts, nicht des Mannwerts, war der Jack und Dexter, aber halt diese Jedi-Prüfung bestehen halt darin halt aus Konzentration, Kampfesgeschick, Machtwissen und so weiter und so fort, halt generell geistige Reife. Und der einzige Weg, diese Prüfung zu skippen, wäre halt, einen Sith-Lord zu töten. Und das ist halt zum ersten Mal seit 1000 Jahren Episode 1 geschehen, als halt Darth Maul, also als halt Obi-Wan, zumindest vermeintlich Darth Maul getötet hat. Dadurch war er halt der erste, der in 1000 Jahren der diese Prüfung halt skippen konnte. Und irgendwie generell ist das halt auch so hier, Anakin musste diese Prüfung auch nicht machen, weil... Und auch wenn sie kein Sith ist, aber Ventress galt halt in der alten Clone Wars Serie als dunkle Jedi. Und die hat er ja auch besiegt. Hat sich später herausgestellt, dass sie doch nicht getötet hat, aber diese Prüfung wurden dann halt nicht wiederholt, weil halt der Krieg vor der Tür stand. Also zumindest bei Obi-Wan wird es nicht wiederholt, weil man ja bis zu den Klonkriegen dachte, dass Maul tot wäre. Und bei Anakin wurden halt auch, als sie gemerkt haben, dass halt Ventress überlebt hat, die Prüfung nicht wiederholt. Weil halt der Klonkrieg ausgebrochen ist und halt, ja, die da halt bessere zu tun hatten. Was halt im Endeffekt zu ihrem Untergang, geführt hat. Was natürlich diese Blöcke in ihren, alle Holocons gesammelt, sehr schön. Halt den Machtnebel führen und ich rüste jetzt mal erstmal meine Machtfähigkeiten aus. Oh, welches Stück. In der Hauptstory waren das jetzt eine Menge, aber so kann man jetzt halt einmal. Na gut, schade. Ich hätte gedacht, das ist jetzt einmal für alle, aber. Na, es ist egal. Ist nur ein DLC. Es ist nur ein DLC. Es hat keine Konsequenzen. Mal gucken, was das Schwert noch hergibt, weil danach kommt dann halt noch ein Bossgegner natürlich am Ende des Gebiets. Das ist auch gemein, weißt du, so ein jeder Kristall ist... Ach nee, der Schwarz ist da, gut, okay. Aber ich nehme mal den instabilen Blauen, den hatten wir noch. Ich hatte die ganze Zeit keine Bohnen, das ist ja... Ich probiere nochmal den Katake, falls ihr euch hier jetzt wundert, warum das hier... Ja, was das halt sind, die DLCs erschienen natürlich... Die DLCs erschienen nach der Hauptstory, hat jetzt als dazu überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ich habe jetzt halt auch schon die Hauptstory komplett aufgenommen. Und dadurch habe ich halt, schon alle Energiekristalle und Fähigkeiten und so weiter. Und ich habe mich halt im Todesstern gefragt, was mir dieser Boni bringt. Also ich habe den Bonus halt nicht wirklich gesehen, den Vorteil nicht gesehen. Ich habe wirklich keine Gesundheit entziehen, aber ich gebe ihm nochmal eine Chance. Und die Prüfung des Verstandes heißt es, weil klar, es ist jetzt halt relativ easy, aber die Jedi sollen ja halt ihren Kopf freikriegen, kann halt ganz genau nachdenken, was sie halt machen, bevor sie handeln, was halt auch für die Schlachtfeld halt später überlebensnotwendig ist. Oh, ja genau, und ich wäre schon mal gleich am besten, ich wäre wahrscheinlich dieser eine Klonsoldat in dem Clone Wars Film, der auf die Idee kam, einen Kampfdrüden zu sich zu schlagen, der sich dann schreit die Hand hält und gleich am ersten Tag erschossen wird. Erstmal warten, bis sich die Machtenergie wieder regeneriert hat. Und wenn ich halt vorhin erwähnt habe, halt mit diese Sith Vision halt von Darth Phobos und Darth Desilus, genauso einer muss ich halt Starkiller gleich stellen, nur halt mit persönlichem Bezug und halt auch mit Bezug auf die anderen zwei DLCs. Ach egal, den brauche ich jetzt auch nicht mehr.
Selbst wenn sich halt die Kontrahenten, denen man halt gegenübersteht, halt die Liebe gegnen, die diese Sith-Krieger werden halt immer ausgesucht, weil sie halt irgendetwas mit dem Schüler gemeinsam haben, halt irgendeine Furcht symbolisieren, die der Schüler halt überkommen muss. So, und er, quasi der Schüler hat halt, zumindest der Kontrahent hat halt genau wie Proxy halt die Möglichkeit, sich zu regenerieren und das Trinkels, wenn er halt in der Jedi-Rumpe kämpft, hat er Gesundheitsentzugsaura, solange man ihn angreift. Das heißt, man kann ihn halt nur Schaden zufügen, man sich halt selber auch nur vor Schaden bewahren, wenn man ihn halt in seiner Form angreift. Und das, was er hier macht, finde ich ganz besonders wunderbar, denn das hier ist verkehrte Steuerung. Falls ihr euch wundert, warum ich mich gerade wie ein Trottel anstelle, das liegt halt wirklich daran, dass wenn er das macht, hat man hier eine gemischte Steuerung und muss halt ja gucken, wie man da das Beste draus macht. Ja, selbst wenn man jetzt hier seine Machtblitze denn doch noch abfängt, die Taste, wenn man sie zurückleitet, ist sie auch anders gelegt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich komme gerade von den Finalbossen der Hauptstory. Und da ist der Sith-Assassine schon deutlich angenehmer zu bekämpfen. Ich kann mich, warum ich jetzt schon das Kriegsevent auslöse, weil er noch fast die Hälfte seiner Gesundheit hat, aber ich beschwere mich jetzt einfach mal nicht. Ach so, er regeneriert seine Hälfte gar nicht mit seiner zweiten Phase, ich verstehe. Und ihr seht halt, der Sith-Stalker ist halt, ja, Starkiller selber. Zumindest eine dunkle Version von Starkiller. Die halt natürlich direkt in Bezug auf die DLCs hatte. Was das halt genau für ein Bezug ist, werdet ihr dann am Ende des Let's Plays sehen, wenn ich, wenn ich hier nicht gleich, Na gut, das ist halt offensichtlich, dass ich da nicht mehr rauskomme. Weil ich hab da gleich ab da. Ich hasse es, wenn sich die Gegner dieses Spiels. Das macht halt auch der Imperator im finalen Kampf, wenn sie sich in so einer Blase einhüllen, in der man sie nicht länger verwunden kann. Das ist. So, und vor allem, wenn die dann halt länger solche Phasen haben, in denen man wirklich nichts anhaben kann und die halt alle so auf Zeit spielen, um den Kampf noch etwas mehr länger zu strecken. Das hat dann auch nichts mehr mit erweiterten Content zu tun. Das ist dann einfach nur noch nervig. Und dann frage ich mich halt, wie lange ich jetzt hier noch ausweichen soll. Langsam gehen wir die Plattform aus, auf die ich hier ausweichen kann. Es wird hier immer weniger und weniger, merkt ihr was? Und vor allem, da kann ich mich hier gegen auch nicht mehr verteidigen. Boah, verdammt. Ja, aber die guten alten Machtblitze, die hauen einen immer raus. Boah, was er da gerade gemacht hat, ist halt so sein Äquivalent, das dunkle Äquivalent sind halt so Blitzgranate. Oh, jetzt darf ich wieder nicht angreifen, weil quasi er, wenn man in diesen Blitzschwung gefangen ist, den er gerade halt durchführt, bündelt er halt Blitzenergie, die sich halt in den Quicktime-Event auslöst und die kann halt auf einen Schlag eine ganze Menge Hälfte abkassieren und sie lässt halt Starkiller halt in sich zusammentaumeln, was ihn halt anfällig für so ziemlich alle Angriffe macht. Ah, verdammt, und wieder verkehrte Steuerung. Boah, hier ist es fatal, wenn er mich jetzt hier auch noch
und runterstößt, dann ist das Ding gelaufen. Ah, Leute, Schuhparade wären wir jetzt lieber als Blitzparade. Die besten Situationen sind immer, wenn er wirklich von der Kante runterfällt und sich dann halt erstmal wieder reinigen müssen. Da haben wir. Da haben wir den Blitzsturm. Da haben wir den Blitzsturm. Das Fatal ist halt nicht mehr der Sturm an sich, sondern halt die Offenheit danach. So, Blitzschild lässt mich nicht im Stich und er lässt mich gleich im Stich, verdammt. Ich hatte mich halt gerade halt beim finalen Boss gefragt, ob der Blitzschild einen vielleicht Immunität verleiht, weil quasi Angriffe, die mich halt weil sie fast sofort getötet hätten, da fast wirkungslos abgeprallt. Und da hatte ich mich kurzzeitig gefragt, macht mich der Blitzschild immun, aber ich hab gerade gemerkt, nein, tut er nicht. Ja, es war im Nahkampf kann er ziemlich OP sein, wenn man weiß, wie man ihn benutzt. Aber Immunität, ihr wird hier nicht. So, nun merke ich, oh verdammt, das ist jetzt. Oh, das ist Bescheid, wenn man quasi, wenn die Kombination hat Jedi und halt unverkehrte Steuerung, wenn man denn da wirklich nicht mehr weiß, wie greift man ihn jetzt, also greift man ihn jetzt an oder wie verteidigt man sich oder wie oder wo. So, das wird jetzt gewesen sein. Generell, falls ich wundert, hier diese, irgendwie diese Sith-Panzer, die halt funktionieren, halt, der Körper sieht so komisch aus, weil halt, der Sinn dahinter ist, der Schüler verschlitzt sich in der Rüstung. Es ist halt nicht wie bei Vader eine reine Lebenshaltungsrüstung, sondern halt die Rüstung verschmilzt halt mit den Haut und Knochen des Trägers. Und die offengelegten Arme, das ist halt absichtlich so, dass der Schüler verletzt wird, damit die Haut halt immer weiter und weiter und weiter geschädigt wird. Weil es ist halt wie so eine Art, Bestrafung für, die Dip-Assassinen, die halt in diesen Rüstungen drin gefangen sind. Ja, komm, Schwertparade und dann haben wir ihn. So, und jetzt natürlich zum Schluss haut nochmal die Idee raus. Und wenn er jetzt noch die verkehrte Steuerung macht, hat er tatsächlich noch Chancen, mich zu besiegen. Ja. Was auch immer hier war, es ist fort. Nichts ist übrig. Master, er ist hier. Bekamt ihr meine Nachricht? Ja, die Mission verläuft gut. Ich habe weitere für die Sache gewonnen, doch ich brauche euren Rat. Sie wollen einen Großangriff gegen das Imperium. Die Herrschaft des Imperators beruht auf Angst. Du musst ein Symbol dieser Angst zerstören. Das Imperium baut Sternzerstörer über Raxus Prime. Diese Werft ist dein nächstes Ziel. Danke, Lord Vader. Es herrscht viel Konflikt in dir. Deine Gefühle für deine neuen Freunde werden stärker. Vergiss nicht, dass du mir immer noch dienst.
bin nur ungern er. Ich glaube, er auch. Master! Juno. Ich wollte euch nur fragen, wohin ihr jetzt wollt. Aber es ist euch wohl schon gesagt worden. Juno, es ist nicht so, wie es aussieht. Doch, das ist es! Ihr seid Vader immer noch treu. Er nannte mich Verräterin und wollte euch vernichten. Doch ihr bleibt sein... Sklave. Warum habt ihr Vader getrotzt und mich gerettet? Ich brauchte jemanden, der das Schiff fliegt. Aber das stimmt doch nicht. Dass ich hier bin, hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Schon bald entscheidet ihr das Schicksal der Rebellion, nicht euer Meister. Und wenn der Moment gekommen ist, denkt bitte daran, dass auch ich alles zurückließ, was ich je gekannt habe. Bitte. Lasst mich nicht noch ein Leben verlieren. Eine Sequenz für mich, die Rückstände abwirft. Es gibt keine Musik, warum auch immer. Ja, und jetzt habt ihr gerade schon den Jedi-Tempel-DLC gesehen, den ich ja von jetzt erst noch aufnehmen werde, die ich jetzt vorher reingeschnitten habe. Ich fand einfach, der hat da halt noch am besten gepasst. Und Rex's Prime und der imperialer Kontrolle, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich euch nicht daran. Wenn ihr einen Weg zur Aufbereitungsanlage gefunden habt, können wir die Erzkanone einsetzen, um die Werften direkt anzugreifen. Wenn nicht, jetzt los mit dem Game-Sound. So, meine Angriffe machen noch was, aber alles andere irgendwie nicht mehr.